Hast du gesehen, da bildet sich noch so eine kleine. Ah ja, aber die ist noch gar nicht so wirklich bereit, gell? Da geht gerade das Blatt hoch, ne? Um für den Schutz. Und wo der Nektar dann am Ende drin ist. Und siehst du, den Rand kann man noch gar nicht wirklich sehen. Und bei den anderen. Und da hinten. Die ist noch nicht rot, aber die. Aber man sieht schon so ein bisschen den Rand, das ist ganz cool. Und Saft ist sogar auch schon drin, guck. Siehst du? Okay, das habe ich nicht gesehen. Hallo zusammen, ich bin Salvatore von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Ich bin Teil vom Projekt Selbstreinigende Oberflächen und heute befinden wir uns im Tiergarten Nürnberg. Hallo, ich bin die Theresa von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und ich arbeite in einem Projekt mit, das sich mit selbstreinigenden Oberflächen nach dem Prinzip der Kannenpflanze beschäftigt. Und diese Kannenpflanze ist eine fleischfressende Pflanze, die benutzt ihre Kannen, um die Beute zu fangen. Und hier kann man sehr schön so eine Kanne sehen. Hier unten in der Kanne befindet sich Verdauungssaft, wo die Kannenpflanze ihre Beute verdaut. Und das Fangprinzip funktioniert so, dass man hier einen Rand hat und mit diesem Rand kann die Kannenpflanze gut eine Flüssigkeit auffangen und festhalten. Und dadurch wird der Rand der Kannenpflanze sehr rutschig. Und wenn dann jetzt die Beute da drüber läuft, dann rutscht sie einfach ab und fällt in die Kanne hinein und wird dann verdaut. Und genau nach dem Prinzip dieses Randes haben wir unsere Beschichtung entwickelt. So, bevor wir mit den Schneckenversuchen starten, möchten wir euch die künstliche Oberfläche nach dem Vorbild der Kannenpflanzen zeigen. Und zwar möchten wir die zuerst mit einer Flüssigkeit testen. Ja, und hier haben wir jetzt erstmal zum Beispiel wunderschöne blaue Tinte, die, wie man sieht, super gut abgewiesen wird und einfach abperlt und nach unten tropft. Ja, und unsere Beschichtungen können sogar auch noch komplexere Flüssigkeiten abweisen, wie zum Beispiel Ketchup. Ups. Ja, und nachdem wir jetzt gerade gesehen haben, dass unsere Beschichtungen sehr gut gegen Flüssigkeiten helfen, sitzen wir jetzt hier bei unserem kleinen Versuchsaufbau zur Abweisung von Schnecken. Und warum ist das gut? Weil momentan zur Abweisung von Schnecken nur toxische Barrieren verwendet werden. Und wir wollen versuchen, mit unseren Beschichtungen eine nicht giftige Variante zu bekommen, die dann unsere Schnecken von dem Salat fernhält. Ja, und das sehen wir jetzt auch schon, dass die Schnecken sich anscheinend ihren Weg woanders lang bahnen und überhaupt nicht über unsere Rampen wollen und eher an den Wänden hochlaufen oder sogar sich an sich selber festhalten, damit sie nicht über unsere Beschichtungen laufen müssen. Scheint also gut geklappt zu haben. Aber wie schaut es denn aus bei anderen Umweltanwendungen? Können da unsere Beschichtungen auch gut helfen? Und als nächstes werden wir wahrscheinlich mal austesten, wie es denn so gegen Biofouling ist. Also praktisch, wenn sich Muscheln zum Beispiel an Schiffsrümpfe anhaften.